Hey Leute, willkommen zurück beim Kerbal Space Programm. Ich habe uns schon mal eine leicht veränderte Mondrakete gebaut, und zwar zur Minimus-Rakete. Da würde ich ganz gerne mal hin. Wir brauchen noch eine ganze Menge Science-Punkte, um uns die Sachen leisten zu können, die wir brauchen für einen Rover. Einmal 300, wir haben jetzt etwas über 260 noch auf dem Konto und ein paar fehlen halt noch, und wir schauen uns einfach mal Minimus an. Die habe ich jetzt schon, wie gesagt, zurecht gezimmert. Leicht abgeändert von dieser Mondlande-Rakete. Und schauen wir mal, wie wir das heute hinkriegen. So. So weit draußen waren wir nämlich noch nicht. Sollte ich da auch wieder warten, bis der auf der Ostseite ist? Der Mond? Warte mal. Kann ich ja. Ja, das war zu viel. Ich drehe nicht den Planeten. Nee, nicht den Mond, sondern uns. So. Das war schon wieder zu weit. So, oder? Bisschen noch. Halt. Klappe. Huch. Warte mal. Ach, na sowas. Ha. War auch nicht schlecht. Okay, dann warte ich halt nicht, dann fliegen wir direkt hin, was weiß ich oder wie. So, ich hoffe, aber die sind mit den Radialdekappler verbunden, weil das hier unten gerade so rumgewabbelt ist. So, ich habe das Problem mit den FPS in den Griff gekriegt, das Spiel läuft jetzt wieder komplett flüssig mit 60 Frames. Ich weiß nicht, woran es vorher gehapert hat, aber wir legen erstmal los in 3, 2, 1, Liftoff. Oh, sorry, das könnte eventuell noch ein bisschen zu laut gewesen sein. Jedenfalls habe ich das Spiel einfach nochmal komplett neu installiert und seitdem funktioniert es. Ich weiß nicht, woran es gehapert hat. Es ist jetzt auch nicht der Deutsch-Patch wieder drauf. Den hatte ich erstmal runtergelassen, um es einfach zu testen. Und es geht auch im Orbit bei den anderen Stationen und so weiter. Auch jetzt hier beim Aufstieg komplett 60 Frames, was halt vorher immer war. Aber in den letzten Aufnahmen nicht mehr. Keine Ahnung. Ich vermute, dass es vielleicht mit einer Mod zu tun hatte, obwohl da nichts weiter drauf war, wie auch immer. Jedenfalls geht das jetzt und ich schaue nochmal nach der kompletten Neuinstallation, ob ich das vielleicht mit der Wolkenmod oder so nochmal hinbekomme. Das sieht ja auch immer ganz fesch aus. So, wir wollen einmal zum Minimus. Denn. Moment, ich drehe mich schon mal. Bei dem gibt es auch noch ein paar nette Science-Punkte. Aber wir werden da bloß einmal drum rum, wie wir das am Anfang beim Mond gemacht haben, bei Moon oder bei Mühen. Und dann wieder zurück. Und ich hoffe, es gibt da schon genug Punkte. Treibstofftechnisch müsste es eigentlich reichen. Wenn ich hier so ein bisschen flach rausfliege aus der Atmosphäre, dürften wir das hinkriegen. Ich komme gerade nicht weiter zu dem gelben Kreis. Jetzt geht's wieder. Ich hatte Angst, dass die Rakete mir wegkippt. Wie hoch sind wir denn? 11.000 Meter? Sehr gut. Oh, jetzt kommt es ja leicht ins Wanken. Man sieht es unten auf meinem Navigationsball. Der Winkel wird sich jetzt gerade ein bisschen verändert haben, ein paar Grad. Die der Orbit nachher schlägt, ist aber nicht so schlimm bei Minimus. Ich glaube, Minimus hat so oder so einen leicht veränderten Orbit. Vielleicht war es ein bisschen früh. Jupp, das war zu früh. Jetzt geht's wieder zurück. Kann ich nichts mehr machen. Wir müssen neu laden. Sorry, aber wir waren schon im Aufstieg. Da sind wir wieder bei 10.000. Huch.
Okay, dann bleibe ich halt bei den knapp 10 Grad oder wie viel das hier unten sind. Oder sind das nur 5? Ich weiß es nicht. Ja, wir hätten eigentlich auch mit 4 Boostern losfliegen können. Aber jetzt haben wir halt eindeutig mehr dabei. Kriegen wir auch so hin. Ja, ich weiß, es ist gerade nicht so optimal, aber geht leider echt nicht anders. Ich muss das mit den, wie heißen sie, mit diesen Reels, mit diesen Reaction Reels oder so, muss ich unbedingt mal testen. So, jetzt läuft es aber schon ein bisschen besser. Speicher hier nochmal. So, und jetzt versuche ich nochmal weiter rüber zu gehen, dass wir hier mit 45 Grad irgendwie rauskommen. Je flacher, desto besser, habe ich immer wieder gelernt. Weiter rüber gehe ich jetzt nicht, sonst dauert es zu lange. Und jetzt muss ich auch nicht mal korrigieren. Die Rakete fliegt und fliegt und fliegt, ohne dass ich jetzt was machen muss. Also wir müssen vielleicht noch ein bisschen, um die Bahn gerade zu halten, ein bisschen nach oben. So, ein Stück noch. Ich darf auch nicht zu schräg gehen, weil sonst, wenn ich gleich die Dinger hier hinten wegsprenge, die mir vielleicht an die Rakete dranhauen. Das wäre nicht so toll. So, die sind nämlich gleich alle. Dann schauen wir mal. Schön. Sehr gut. Hat sich ein bisschen gedreht, die Rakete. Jetzt muss ich sie erstmal wieder gerade kriegen. Okay. Bleib jetzt bei 45 Grad. Lohnt es sich hier schon Vollschub zu gehen? Oder sollte ich noch? Oder reicht es, wenn ich ja noch ein bisschen weniger mache? Weil wir bauen ja schon relativ langsam Geschwindigkeit eigentlich auf. Liegt die Apoapsis bei 21 Sekunden. Ja, alle Messinstrumente sind dabei. Und wieder ganz oben, womit wir dann letztendlich eintreten werden, ist bloß die Kapsel mit Schirm und einem, habe ich darauf geachtet, diesmal einem Hitzeschild. Komm, jetzt dreh dich mal gerade so. Es wäre wahrscheinlich echt sinnvoller, wenn wir hier schon so rausfliegen würden. Aber dann dauert es halt nochmal ungleich länger. Das Ding nicht so rumeiern würde. Ich glaube, SAS könnte ich jetzt auch ausmachen. Mal kurz, ich mach's aber wieder an. Das ist mir sonst zu stressig, weil das Ding doch nicht stillhält. So, wir fliegen jetzt mal so raus. 60, okay, hier sind wir schon bei 70. Und
Und die Sterne werden langsam sichtbar hier im Hintergrund. Auch schön. So, kurz drauf achten, dass wir die nächste Stufe zünden müssen. Okay, Orbit kommt. Der ist sogar im Osten hier drüben. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, jetzt dreht sich die Kamera und Orbit. Okay. Jetzt kommt es drauf an. Treibstoff ist hier noch knapp die Hälfte drin. Ja, der ist leicht geneigt, der Orbit, aber halt. Oh, halt, jetzt muss ich langsam rangehen. Müssen halt auch nach oben. Oh, oh, da war gerade ein Orbit. Da, ganz kleiner. Wahrscheinlich noch ein bisschen, wenn ich höher gehe. So und so. So würden wir es auf jeden Fall hinkriegen. Da kann man schon mal hinbiegen. Hier ist noch genug Treibstoff drin. Das wäre super, wenn das direkt klappt. Das wäre echt nice. Wie viel? 220? Ja, okay. Ist doch Minmus, oder? Ja, okay. Nicht, dass ich aus Versehen zum Moon fliege. Okay, ich gebe mal Gas. Schub, meine ich. Gas klingt immer so verkehrt, ne? Oh, da hätten wir fast den Mond mitgenommen. Noch ein Stück. No. Jawohl. Das reicht schon. Super. So. Na, wer sagt's denn? Dann geht das mal los. Juhu. Und der schleudert uns direkt danach so raus, dass wir wieder landen könnten. Oh. Das wäre ja echt optimal. Vielleicht können wir da noch so ein paar schöne Manöver fliegen. Um Minmus. So, da ist Moon. Bye, bye. Tschüssikowski. Wir sehen uns später mit dem Rover nochmal. Oh, da freue ich mich drauf. Oh, geil, wenn wir dann den Rover bauen können und da absetzen. Das wird eine Aktion, Freunde. So, wir können ja mal schauen. Wir haben ja noch ein bisschen Schub, Treibstoff irgendwie haben wir noch dabei. Können wir ja manövertechnisch vielleicht noch ein bisschen optimieren, dass wir näher rankommen. Das wäre schon sehr nah, oder? Sieht das nur so aus? Wir müssen nicht viel machen. Ich mache mal noch ein bisschen, dass wir da näher kommen. So. Sehen wir uns schon? Nö, ich nicht, oder? Ich will den nicht verpassen. So, wir nähern uns. Wie weit wäre das weg? Oh, das war schon relativ weit weg. Okay. Gut, wir können locker noch deutlich näher ran. Das machen wir jetzt auch.
Bisschen mit Bedacht. 144 Kilometer. Nö, 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 nö. 98, also unter 100. 60 Kilometer. Das können wir machen. Das machen wir auch. Ist vielleicht jetzt ein bisschen spät, wo ich das anfange, aber das kriegen wir noch hin. Vier, drei, zwei, eins und normal. Gut, dann fangen wir das Manöver an. Wie viel Treibstoff ist jetzt hier noch drin? Okay, das reicht sogar noch dicke. Nice. Huh. Das sind hier draußen schon wieder ganz andere Distanzen als beim ersten Mond noch, aber die anderen Planeten dann nochmal, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte. Das wird super. Aber erstmal haben wir hier noch zu tun bei unseren beiden Begleitern. Da können wir, denke ich, schon noch eine Menge an Science-Punkte rausholen. Okay. 50, ja, knapp 50 Kilometer. Na, dann wollen wir mal. Lassen wir uns mal einfangen. Und dann schalten wir mal zurück. Da ist er. Und jetzt hat er uns. Da ist er. Minmus. Schön. Ich will bloß mal gucken, könnte ich schon ein Crew Report 15 würde das hier bringen. Nee, wir fliegen erstmal näher ran. Da sieht man auch schön seine Eigenrotation. Wir sind jetzt natürlich leider direkt auf der Nachtseite dran vorbei. Sehr schön. Sauber. Was gucken, was können wir aus dem Goo-Container hier rausholen? 30. Okay, die nehmen wir erstmal mit. Ich müsste mal die Rakete drehen, damit ich nachher ohne Probleme aussteigen kann. So nämlich. So, okay, gut. Also den einen Goo-Container haben wir. Ich hätte natürlich auch einfach mal vier mitnehmen können, warum auch nicht. Aber ich habe es vergessen. Plus wieder zwei dran gepappt. Und dann düsen wir noch ein bisschen näher ran. Ah, da hinten ist Kirbin. Sehen wir den anderen Mond auch? Da müsste ja auch... Ah... Ne, den sehe ich gerade nicht. Oder doch, warte mal, das hier hinten, hier müsste der sein. Also es glänzt ganz leicht was. Das könnte der Mond sein. So, wir kommen immer näher. Da sind wir schon bei 70 Kilometer. Was gibt es bei dem Goo-Container? Nochmal 30. Space High Over Minmus. Moment, was haben wir hier? High Over Minmus. Okay, die haben wir schon. Wir können ja doch eigentlich noch ein bisschen näher rangehen, oder? Ja, würde ich sagen, komm, dann gehen wir noch näher ran. Unter 10 Kilometer.
Kommen wir dann auch drüben auf der sonnigen Seite wieder raus. 9 Kilometer. Na gut. Dann ändern wir noch mal ein klein bisschen das Manöver. Schauen, ob der Treibstoff dafür auch noch reicht. Oder ob ich die letzte Stufe dafür schon nehmen muss. Komm schon, noch ein Stück. Okay, 12 Kilometer. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Dann trenne ich jetzt einfach mal vorsichtig schon die Stufe hier ab. Zack. Probe würde unwahrscheinlich viele Punkte, glaube ich, bringen, wenn wir hier einen mitnehmen können. Müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht auch mal drauf landen demnächst, aber wie gesagt, ich würde erstmal gerne mit einem Buggy über den Mond heizen. Ah, majestätisch. Da kommt die Sonne. Wir sind jetzt gerade bei den 12 Kilometern. Da schaue ich jetzt nochmal, das dürfte jetzt wieder was Neues geben, weil wir jetzt näher dran sind. Nierminmus 48, geil. So, das Teil packen wir aus. 120, ja, Groovyport. 24, okay. Dann, was haben wir hier? Toggle Display, das Thermometer. 38, warte mal, ich drehe uns mal. Halt an. Ich habe hier noch ganz frech die Landestützen mit. So ein Scheiß. So. Das Barometer, damit werde ich wahrscheinlich nicht viel anfangen können. Doch, 57. Oh. Naja, wieso nicht? Schöner Mond. Das ist ein schöner Mond. Der gefällt mir sehr gut. Ist der ein bisschen kleiner? Kann ich das hier irgendwo einsehen? Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Könnte sein, oder? Sieht so aus. Naja, wir holen mal den Kleinen hier raus. Wer ist denn eigentlich mit? Ach, Samantha ist wieder mit. Würde ich eigentlich vorm Start schon schauen, wer es hier mitgeschafft hat. Okay, die macht das mal im Report klar. Auch nochmal 38. Und nimmt die ganzen Daten hier mal mit. Könnte ich nochmal eine Temperatur mitnehmen? Das wäre ja auch super. So. Okay, dann holen wir uns die anderen. Oh, war ein bisschen viel. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Sieht man noch die Batteriepacks, die ich hier dran gebaut habe. Ich habe nicht die runden genommen. Oh. Das ist ja schön zu wissen, dass wir mit der Rakete locker hier hinkommen. Können wir dann vielleicht auch echt mal hier landen? Könnten wir theoretisch mit der Rakete, so wie sie jetzt gerade ist, aber ich habe hier keine Antenne oder irgendwas dran, um die Daten eventuell zurückzusenden. So, nice. Aha, Near Minimus. Okay, ich lösche das mal mit dem Thermometer. Vielleicht können wir dann, wenn wir weiter weg sind von Minimus, noch mal was mitnehmen. High over Minimus oder wie das war. Jo, da haben wir ein schönes Datenpaket zusammen. Vielleicht reicht's. Also für die Sachen für den Rover reicht's auf jeden Fall. Aber ich wollte noch was anderes. Es waren noch zwei Sachen, ne? Eins für 300 und eins für 160. Wenn mich nicht alles täuscht. Naja, ich mache für heute hier Feierabend. Das hat gut funktioniert heute. Ohne großes Fail. Außer beim ersten Mal, als ich Körben gedreht habe, um den Zeitverlauf zu beschleunigen und
dann die Rakete irgendwie zusammengebrochen ist. Aber soweit läuft es ganz gut und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Schönen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.